Herzlichen Dank, dass wir wieder eine Kooperationsveranstaltung hier miteinander machen können und auch von meiner Seite Ihnen ein herzliches Willkommen, auch im Namen von Andreas Hofer und Karin Lang, den Geschäftsführern der IBA und von meinem Kollegen im Vorstand der IBA Frenz, dem Thomas Bopp, der als Aufsichtsrat der IBA auch eine zentrale Rolle spielt. Warum gibt es die Frenz? Die Frenz gibt es wegen Ihnen, weil wir nämlich versuchen wollen, die schwierigen Themen, die mit dem Andersbauen verbunden sind, zu transportieren in die Breite der Bevölkerung. Jetzt sind Sie wahrscheinlich überwiegend ein Fachpublikum. Es geht uns tatsächlich mehr darum, diejenigen, die von den Ergebnissen dessen, was hier in diesen 10 Jahren, die IBA von 2017 bis 2027 dauert, letztendlich, wie wir meinen, profitieren. Und um sie daran zu gewöhnen, einzustimmen, zu motivieren, haben wir die Frenz gegründet, deren Aufgabe so eine Scharnierfunktion zwischen dem operativen Tun in der GmbH und der Erklärung der Inhalte auf der anderen Seite darstellen. Und die IBA 27, Sie tragen ja auch eine große gesellschaftliche Verantwortung. Wie ist denn die soziale Akzeptanz in der Gesellschaft? Was sind denn da Ihre Eindrücke? Naja, wir freuen uns sehr darüber, dass dieser Verein schon eine deutliche Akzeptanz erfahren hat und die Zahl der Mitglieder weiter zunimmt. Ist noch ausbaufähig. Ich schiebe da mal den Werbeblock ein. Da drüben finden Sie Aufnahmeanträge auf so gelben Kärtchen, wie Sie auch dieses Plakat da hinten in der Ecke sehen. Die sehen so aus und dann ist es ganz einfach, Mitglied zu werden. Und mit diesen Mitgliedsbeiträgen finanzieren wir Veranstaltungen wie diese in Verbindung mit Sponsoren, mit Stiftungen, mit Menschen, die Idee gut finden und die das auch unterstützen. In diesem Fall war es die Josef-Wunsch-Stiftung, die uns namhaft für heute unterstützt hat. Aber zum Glück tun das auch andere. Und unser Gradmesser für die Akzeptanz ist der Zulauf zu den Veranstaltungen, die wir machen. Wir versuchen ja an den Projekten, die im Entstehen sind, regelmäßig Führungen zu machen und Einblicke zu geben. Und da sind wir immer wieder erstaunt, wie groß das Interesse ist. Müssen leider, da bitte ich um Entschuldigung, wenn Sie das mal schon getroffen haben, sollte auch absagen, wenn wir zu viele werden, weil wir nicht in alle Baustellen mit einer unbegrenzten Zahl von Teilnehmern rein können. Aber der unmittelbare Kontakt zu den Projekten ist natürlich, glaube ich, eine der besten Möglichkeiten, vor Ort zu erklären, was sich denn nun geändert hat, was anders werden muss und anders geworden ist, wie der Titel ja der heutigen Veranstaltung lautet. Und da gibt es ja einiges dazu zu sagen. Schönes Stichwort. Was bedeutet für Sie anders bauen? Was assoziieren Sie mit anders bauen? Naja, das sind die Themen, die heute auf dem Programm stehen, die Thematik des Bauen im Bestand, das zirkuläre Bauen, das Reuse von Materialien, die auch, sag mal, planerisch unterschiedlichen Ansätze in der sozialen Mischung, die Verdichtung, die Neukonzeption im Rahmen der Klimaanpassung, all die Aspekte, die letztendlich unsere Aufenthaltsqualität im Wohnumfeld und im Arbeitsumfeld prägen werden. Und ich freue mich sehr, dass wir heute so tolle Referentinnen und Referenten gewinnen konnten für all diese Themen. Die muss ich jetzt nicht alle runterbeten, die stehen in Ihrem Programm. Und ich bin sehr sicher, Sie werden einen fantastischen Eindruck heute mit nach Hause nehmen. Ganz herzlichen Dank, lieber Wolfgang Riehle. Sehr gerne. Vielen Dank. Das Mikro nehme ich wieder.